So, und wieder mal herzlich willkommen zurück zu FDB Infinity. Ich bin der Gastgeber VexMax und wir sind wieder da. Oh Gott, ich habe hier 45. Wenn ich in die Richtung gucke, habe ich 45 FPS. Ach du Heilige. Naja, ich habe meine Minimap entfernt, denn die hat auch etwas FPS gezogen und ja, irgendwie bin ich nicht glücklich mit meinen FPS. Na, vielleicht liegt es auch daran. Bin mir nicht so ganz sicher. Auf jeden Fall waren wir ja dabei, alles Mögliche umzumodeln. Unsere Energiezelle liegt bei 245 Millionen Nerv von gefühlten viel zu vielen. Unser Reaktor, der muss jetzt Form annehmen. Da wir jetzt das Tritium haben und das Deuterium, haben wir das zumindest schon mal fertig. Unsere nette Fabrik hier ist natürlich immer noch am Machen wie bescheuert, ne? Aber leider Gottes schneller als schnell geht nicht. Ich könnte das hier zwar jetzt nochmal neu starten und unten noch ein bisschen erweitern, aber ich weiß nicht, wie ich das wirklich. Ich meine, klar, man kann es natürlich wesentlich höher machen. Ach, ich glaube. Ach, weißt du was? Aus Jux und Dollerei. Ich habe hier auch noch 39. Ja, die habe ich. Ich habe 34 nochmal in der Kiste gefunden. Machen wir das Ding doch einfach nochmal was größer. Was soll's? Sache mal, ne? Genau genommen habe ich sogar hier hinten einen kleinen Gang. Der das Ganze ein wenig größer machen kann. So. Ja. Darum. So. Muss nur aufpassen, dass ich keine Ecken auslasse. Ich werde denkbar zuerst mal von unten nach oben machen. Faktisch einen zweiten aufbauen in dem Sinne. So, die Ebene reicht hier. So. Um die machen wir es nochmal größer. Ja, okay, da kann ich jetzt keinen dran tun. Deswegen machen wir mal kurz das hier. So und. Ah, hier. So. Nach. Mensch. Blöde Blöcke. Bauen sie mal nach da, wo sie nicht hin sollen. Naja, was soll's. Nach da und nach da. Eins, zwei, drei, vier. Da. Ich brauche noch ein paar. Okay. Da muss ich jetzt noch mal raus. Du willst mich hier rauslassen, hast du gehört? So. Müssen wir uns noch ein paar machen. Ist ja nicht so das Problem. Wie viel machen wir uns? 10, 20? Machen wir 20. 12 Steel brauchen wir. Auch ich habe doch genug Steel dabei. Na? So. Dann machen wir uns die einfach mal. Ich finde das immer noch super, wie das aussieht. Ernsthaft. Okay. Was ist da passiert? Da ist irgendwas andersweitig runtergekommen. Ich weiß nur leider nicht was. Das hier wird dann wohl erstmal eine Weile brauchen, bevor es wieder ganz oben ist. Deswegen wird die Produktion von Tritium wahrscheinlich etwas langsamer werden. So. Müssen wir hier nur noch die Decke raushebeln. Ja, die Blöcke mitnehmen und dann den hier machen. Aha, gut. Auf jeden Fall haben wir jetzt die Maximum Heat gepusht. 3,5. Oh, die Heat ist ja erhalten geblieben. Okay. Cool. Ja, okay, das Wasser nimmt noch zu. Wir haben jetzt nur 11. Wir könnten jetzt noch mal eine Schicht drunter setzen. So blöd wie ich bin, weißt du. Eins, zwei, drei, vier. Machen wir doch einfach noch mal. So aus Spaß und Jux und Dollerei und weißt du so, ne?
Ach komm, jetzt fehlt mir genau einer. Wirklich. Muss ich hinmachen, sonst geht mir nämlich die Hitze flöten. Mach mir einfach einen schnell. Komm, mach hin. Danke sehr. Ist mir genau einer fehlt. Das ist jetzt echt ärgerlich gewesen. Ja klar, ich hatte 15, ne? Na, doof. Jetzt war meine eigene Schuld. Ja, okay, 2,5 sind wir noch. Sind auf 3,8. Wie flach war davor? 3,5? Ja, ne? Ich habe keine Ahnung. Aber jetzt haben wir die Höhe von 40. Ich glaube, bis 18 kann ich Maximum gehen. Ich war mir da nicht genau sicher. Aber egal. Hauptsache, wir machen jetzt genug Brine. Wie gesagt, wenn das hier nämlich die ganze Zeit voll bleibt, dann haben wir die richtige Masse. Oder zumindest dann haben wir die richtige Dingens, dann haben wir faktisch einen unendlichen Zyklus, ohne dass wir warten müssen. Und den strebe ich ja faktisch an. Hä? Oh, die Dinger sind voll. Oh. Gut. Eine Pressurized Pipe. Davon brauche ich aber zwei. Mit einer kann ich nichts anfangen. Irgendwie doof. Haben wir nicht nur eine? Ne, haben wir keine mehr. Das heißt, ja, doof eben, ne? Muss ich ihn mal hier hinstellen. Und fühlt sich trotzdem. Noch herrlich. Na gut, das lassen wir mal kurz backloggen. Dann nehme ich mir noch eine Pressurized Pipe. Und ich weiß. Ne, das ist ein Universal Cable. Wir haben keine Pressurized Pipe mehr. Anscheinend nicht. Das heißt, wir brauchen wieder Bucket und Stahl. Bucket, 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 Stahl, Bucket, Bucket, Stahl. Und zwei Stahl. So, dann hat man das hier. Und damit können wir dann eben mal kurz noch eine Pipe machen. Das war sie nicht. Dann war es Glas. Ja, siehst du. Ich habe die Rezepte bald auswendig. Dauert nicht mehr lange. So, das klemmen wir dann noch da an. So, ja, Tritium ist okay. Ist nicht das Beste, aber okay. Deuterium holt langsam auf. Hauptsächlich deswegen, weil das Ding hier immer noch so schnell ist. Habe ich dann Upgrade drin? Ja, eins. Ja, okay, ich könnte hier natürlich noch Zeug ranmachen. Ich finde es scheiße, dass der nur die Dinger hier, die Filter oder so portet. Da war auch mal eine Option für Speed-Upgrades. Das ist natürlich schade. Aber jetzt nicht so unbedingt tragisch. Der hat Speed-Upgrades drin, ne? Ja, 3 von 8. Können die Upgrades haben? Nö. Na gut, ist akzeptiert. So, dann Energieproduktion. Wie machen wir jetzt weiter? Wir wollten am besten noch die Windmühlen machen. Noch ein paar davon. Wind Turbine. Natürlich wollten wir auch noch das machen, aber naja, das hier ist, glaube ich, ein bisschen wichtiger. Energy Tablet, Enriched Alloy, Circuit und Osmium. Wie viel machen wir nochmal? 8? Ja, dann brauchen wir 16 davon. Ich brauche Enriched Alloy, ist ganz eine Menge. Ups, das wollte ich nicht. Ach so, das zeigt mir das Current an. Das ist gut. Dann brauche ich noch mal ein bisschen Eisen. Und ein bisschen Redstone. Mehr Redstone, mehr Eisen. Mehr von den Dingern. So, dann machen wir noch mal den hier. Und noch mal 16. 1, 2, 3, 4. Request. Missing 8 Redstone. Ja, prima. Haben wir Redstone hier? Haben wir. Ja, nein, das Ding brauche ich noch. Und nochmal 16. 16. Ja, perfekt. Wir haben noch 22 schon mal so übrig. Aber was brauchte ich noch? Ein Schaltkreis, ne? Jo, Schaltkreise brauchte ich noch. Osmium muss ich noch drum rumlegen. Aber warte, Osmium habe ich sogar dabei. Und ich muss nochmal schlafen. Dann habe ich da oben 1600. Naja, ein bisschen mehr als 1600. Na, müsste ich dann. Ja, ich müsste über die 3000 drüber kommen. Ne, ich komme da locker drüber.
Ich kann da, glaube ich, sogar 1000 mitmachen mit den 8. Ich meine, die produzieren 137. Alle drei haben wir dann faktisch nochmal 100 zusätzlich. Oh, so in etwa. Aber ich dürfte da über die 1000 kommen mit den ganzen da oben. Über 2000, meine ich. Was wollte ich noch? Schaltkreise. Davon wollte ich noch ein paar machen. Osmium und Redstone. Gehen wir mal ein bisschen Osmium zurück. Dann müssen wir das wegtun, das hier rein. Redstone. Dann haben wir dich noch irgendwo, bevor mein Auge juckt. Wobei. Ja, schon besser. Ja, okay, mal hier. 4, 5, 6, 7, 8. So, damit hätten wir die. Und jetzt brauchen wir eigentlich noch die Energy Tablets. Cool, ne? So. Tun wir mal kurz alles weg hier. Und dann tun wir die ganzen Energy Tablets. Na. Och, come on. Danke sehr. So. Na. Das sollst du nicht machen. So und so. Nein, so. So. Und so. Gott, sind das viele. Aber hey, immerhin, ne? Besser zu viel als zu wenig, sagt man ja mal so schön, ne? Deswegen auf nach da oben. Wie viel Sprit habe ich noch? 6, 9, okay. Müsste ich auch noch mal langsam aufladen, ne? Katze meldet sich wieder, falls man das hört. Träum weiter. Ja, die liegt da auf dem Sofa und meint jetzt, jetzt muss ich gekrault werden, weißt du? Typisch Katzen. 1, 2, 3, 4. 137,45. Diese Dinger sind einfach OP. Jui. So, wie viel haben wir jetzt plus? 3,7. Das ist doch schon mal etwas, ne? Ja, okay. Etwas, ne? Wie gesagt, wirklich nur etwas. 25,6 kF, da müsste ich eventuell nochmal nachlegen. Weil wie gesagt, wenn der Dingens fertig ist, das pumpt dann eine Million durch. Oder mehr. Ja, aber ich meine, das mit dem Hydrogen ist auch toll. Und ich muss nochmal Glas machen, ich brauche mal Sand. Habe ich noch Sand da? Ich hoffe es schon. Oh. Oh. Oh, nur noch 40. Naja. Ist nicht mehr das Wahre. Aber hey, immerhin, wir können Sand schmelzen. So. Ist die an oder ist die aus? Ich weiß gar nicht. Hier haben wir auch noch Sandstone drin. Nee, ich muss mir nochmal Sand holen, kurz. Aber wäre ja nicht so, als ob das keinen Spaß macht, ne? Nur halt eben, das ist Sand. Ist jetzt nicht so, wäre jetzt schön, wenn das was anderes wäre. Kupfer zum Beispiel. Oder Eisen. Wofür habe ich das Ding stehen? Normal, slow, fast. Da kann ich eigentlich noch auf normal gehen, ne? Gib mir ein bisschen Sand. Schubdidu, schubdidu, das werde Sand, das werde Sand, das werde Sand. Naja, okay, das ist jetzt alles nur. Hä? Oh. Oh, shit. Oh, nö. Oh, shit. Und damit wäre das also gestorben. Na gut, na gut. Haben wir das also verkackt? Ja, nicht ganz verkackt, aber. Ich hasse Öl. Das ist so schrecklich langsam. Kann ich das eigentlich brandsetzen? Oh, ich kann nicht mal fliegen, wenn ich hier drin bin. Na gut, kann ich schon, aber nicht so schön. Ich meine, hey, das sieht doch geil aus, ne? Na gut, das wäre es dann also. Oh, guck mal, was da gewachsen ist. Nee, warte, das war schon gewachsen. Okay, guck nicht, was da gewachsen ist. Ich glaube, ich muss Botanien nochmal neu machen.
Irgendwas funktioniert da nicht mehr so ganz richtig. Würde ich mal behaupten. Sand und noch mehr Sand. Ja, voll mit Sand. Aber dafür gibt es dann eben Glas, ne? So, das lassen wir jetzt erstmal eine Stunde gehen. Dann wäre es das aber auch für diese Folge. Irgendwie sind wir nicht weit gekommen. Naja, okay. Was soll's. Es gibt ja nicht immer den Progress, den ich gerne hätte. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Hoffe, euch hat die Folge gefallen. Wenn ja, lasst mir noch ein Like und ein Abo da. Comments sind immer gerne gesehen. Und wie gesagt, nächste Folge fangen wir dann mit den Reaktorkomponenten an. Letzten Endes. Euch bis dato noch ein schönes Spiel und bis zum nächsten Mal bei X-Men Industries. Bye bye. Boah, ich nuschel immer so stark.